Drachenlord Tagesschau vom 21.05.2021, Oga Play Button und Donnerstagstream. Conny Shiva und Mädel, liebe Kasparinnen und Kaspern. Die Tagesschau geht heute der Frage nach, ist der Oga Play Button echt oder ist es ein Fake? Es gibt da einige Ungereimtheiten. Zunächst einmal ist es mehr als erstaunlich, dass das Ogali uns die Vorderseite des Pakets nicht zeigen wollte. Das Beischreiben ist merkwürdigerweise in englischer statt in deutscher Sprache verfasst, was an für sich keinen Sinn ergibt. Woher wusste der Oga, wann das Paket ankommt, denn der Play-Button dürfte nach meinem Kenntnisstand nicht in Deutschland hergestellt sein und dementsprechend wäre also Tracking via DHL oder Hermes oder DPD normalerweise nicht möglich. Man schaue sich auch sein Gesicht ganz genau an, seinen Gesichtsausdruck am Anfang, wo er dabei ist, das Paket auszupacken. Leute, ich sage euch, da stimmt etwas vorne und hinten nicht. Auch äußerst merkwürdig die Tatsache, dass er zwar am 19. selbstverständlich mit dem Play-Button geflext hat, aber gestern keinen einzigen Ton drüber verloren hat. Sehr, sehr merkwürdig. Für einen Narzissten, so wie unser Ogalea ist, ist das eine komplett merkwürdige Verhaltensweise. Naja, schauen wir uns erstmal das kurze Video an. Printed with the names on them, and then they've got the letter and then a little card that it was inspected by someone. This was packaged with great care by Rick. Who's Rick? I'm Rick. Oh, yeah. Okay, that's your favorite station. We'll skip that. Check out this table right here. So these are all of the letters for the awards and all the different languages coded so that we know that we're giving the right letter to the right creator based on the language that they speak. Let's see I it. Can't read Check that. It out, guys. Pozdrawiamy. Well, Susan, doesn't she speak Polish? I think Susan actually has a Polish heritage. So. Letzten Endes gibt es überhaupt keinen Grund, dem notorischen Lügner überhaupt noch etwas zu glauben. Erinnern wir uns daran, dass er mal seinen Tod vorgetäuscht hat, dass er uns erzählt hat, er hätte einen Sohn. Über die zwei imaginären Freundinnen hat er uns über Monate hinweg belatschert. Warum? Und dann noch natürlich das Ding mit dem Ohr. Das ist ja auch mehr als grotesk. Und jetzt kommt er mit dem Play-Button. Oga beweist uns das Gegenteil. Ich behaupte einfach, dein Oga Play Button ist ein Fake. Weiter geht es mit dem gestrigen Donnerstagabendstream, wo wir einen Dunning-Kruger-Effekt beim Oga feststellen konnten. Ein knapp 14 Minuten langer Stream, ohne dass er gesprochen hat, mit einer sehr vorteilhaften Kamerawinkelführung von oben herab, so damit der voluminöse Körper aber in seiner ganzen Pracht sichtbar ist. Und er als Mettler natürlich mit Schlumpfmusik das Ganze unterlegt hat. Man kann sich das nicht ausdenken. Schauen wir kurz rein.
Zum Schluss der Sendung ein Beitrag von Die Haarige Erdnuss. Grüße und Liebe gehen raus. Ogas angeblicher Kampf gegen Mobbing. Ohne Worte. Liebe Kasparinnen und Kaspar, die Tagesschau wünscht noch einen angenehmen Nachmittag. Sayonara, Madane, Robert S. Merloff. Ich möchte euch noch sinnbildlich für Rainers Anti-Mobbing-Kampf eine Szene zeigen. Ende 2018 hatte Rainer einen Unterstützer. Jackie Payne war sein Name, ein YouNow-Streamer. Dieser hielt offen zu Rainer und unterstützte diesen aktiv. Als Jackie Payne angefeindet wurde von Hatern, bat dieser Rainer um Hilfe. Schauen wir mal, wie Rainer reagiert hat. Versuche es zu ignorieren. Ich weiß besser als jeder andere, dass es nicht einfach ist. Außerdem solltest du dann vielleicht nicht in den Stream kommen, wenn du da dingfest bist. Also, ich verstehe das Problem nicht, ehrlich gesagt. Außerdem habe ich ehrlich gesagt gerade keine Lust zu diskutieren. Mir tut der Kopf weh. Mir geht's nicht so gut. Ich möchte einfach ein bisschen Musik hören und dort chillen. Ich habe in diesem Video also festgestellt, Rainer Winklers Anti-Mobbing-Kampf scheitert an Kopfschmerzen und seiner Laune und seiner Unkenntnis über das Thema.